Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Cricky Quicky. Cricket. Wir waren letzte Runde bei unseren Favorite Sportarten. Da sind wir auch gar nicht alle dazu gekommen zu sagen, welche alle unsere Favorites sind. Ich knüpfe mal einfach an und sag, meine Favorites sind auch wie bei den Jungs natürlich Bouldern. Das, damit haben wir letztes Jahr angefangen und das ist super nice gewesen. Scheiße. Fußball muss ich eigentlich fast zwangsweise sagen, weil ich 11 Jahre Fußball gespielt habe. Und ansonsten so Sachen wie Badminton und tatsächlich Volleyball auch. So, das sind so meine Favorites. Ich muss Fußball sagen. Du musst Fußball nicht sagen. Ja, doch, nein, Fußball natürlich. Ja, natürlich viel. Aber mittlerweile sind es halt Bouldern und Badminton wahrscheinlich ein bisschen hat halt nicht mehr gespielt, ne? Ja, eben. Fußball spielen tatsächlich besser als Fußball gucken. Ja, aber das ist auch nicht bei mir weit unten tatsächlich. Fußball spielen macht aber auch. Finde ich Golf also interessanter. Gerade so auf dem Bolzplatz damals so. Das war schon Fußball cool. Und ja, genau. Das ist auch immer noch cool. Oder auf dem Speedsocker aber auch noch fresh. Und unser Problem ist halt, dass man sowas seltener macht, seitdem wir so ein bisschen auseinander wohnen. Ja, gerade zu Corona. Und jetzt auch durch den Lockdown wird es ja deutlich weniger sehen und auch nicht in der runden quasi ist es ja allgemein so der Fall. Ja gut, das stimmt. Das finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm, dass wir es nicht gemacht haben. Ja gut, das stimmt. Ich bin zwar ein relativ guter Verteidiger, aber... Hätte ich aber eigentlich tatsächlich schon Bock. Ich meine, nicht umsonst war ich damals mit Lasse und mit Siad mal so zum Training. Also der Corona nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn Corona nicht, dann würden wir jetzt wahrscheinlich im Verein spielen. Wir würden jetzt wahrscheinlich im Verein spielen, ja. Ja, wir waren zum Probetraining und so zweimal, dann kam Corona und seitdem war halt nichts bei denen und dann hatten wir auch irgendwie keine Lust mehr. Es war halt so ein... Ja, wir wollen. Ja gut, bei mir ist ja auch mein Dialektik-Training ausgesetzt, auf unbestimmte Zeit. Okay. Also Schwimmen ist ja auch nicht, die Hallen sind ja zu, also kannst du nichts machen. Unser Profi. Ich kann nicht schwimmen. Ernsthaft? Ich kann nicht schwimmen. Also mein Vater war. Ich hab nichts. Mein Vater war Rettungsschwimmer und ich war ja auch bei der Bundeswehr und da hat man es mir versucht beizubringen. Ich bin zu dumm dafür. Hat das so der Kompaniechef gesagt oder einfach nur du? Ich bin tatsächlich aber auch kein guter Schwimmer. Ein Kompaniechef hat mir damals bei der Grundausbildung gesagt: Hoffmann, Sie gehen ins Wasser, wo ich schon gesagt habe, ich brauche nicht ins Wasser, ich kann nicht schwimmen. Hoffmann, Sie gehen ins Wasser, aber Hauptfeldwebel, Hoffmann, Sie gehen ins Wasser. Und dann bin ich ins Wasser und bin da fast abgesoffen. Fühle ich. Und ja, dann kam der Hauptfeldwebel zu mir, Hoffmann, Sie können ja nicht schwimmen. Ich sag, ach nee. Ja, das ist schon dumm. Also das ist ja auch schon, ja, Bundeswehr halt irgendwo. Ja, aber also ich fühle das auf jeden Fall. Also Schwimmen an sich macht Spaß, finde ich, aber dadurch, dass ich da auch so nicht so geile Erfahrungen mit habe, bin ich auch kein guter Schwimmer, weil ich doch sehr viel Respekt vom Wasser habe. War ich aber lange auch nicht, aber du lernst es halt, wenn man natürlich gewillt ja, ist, aber, es zu lernen und kann. Aber trotzdem, kann man das echt lernen. Ich finde das Wasser tatsächlich eher interessant. Deswegen ich das verfluche, dass ich nicht schwimmen kann, weil ich will es gerne können, aber ich, wie gesagt, ich bin zu dumm dafür. Das Ding ist, ich kann schwimmen, ich hab auch Rücken. Es ist nicht leicht, gebe ich dir recht, aber es ist machbar, also... Ich finde... Ich fühl so die Sportart dahinter nicht so, also so... Also ich kann dir nur die Dialekt 5, wenn du es verladen. Aber that's it. Ja, es ist, sehe ich auch so, die Sportart dahinter fühle ich auch nicht so richtig. Aber ich habe schon immer Wasser geliebt. Ich war schon immer gerne auf und im Wasser unterwegs. Wasserball hätte ich auch Bock. Das wäre auch zum Beispiel eine Sportart, die würde mich gar nicht interessieren. Geil, ey. Ist aber schon eine schön anstrengende Sportart. Jetzt japanische Bodykämpfen, das finde ich interessant. Bodykämpfen? Ja, da versuchen sich Mädels quasi im Bikini von Plattform mit dem Hintern runterzudrücken. Das gefällt ihm natürlich. Nein. Das ist doch mal interessant. Warum nur für Frauen? Das würde ich auch gerne machen. Nee, nicht unbedingt, aber... Oder nur zuschauen. Dieses scheiß Tor, ne? Ich bleib da immer dran hängen. Du meinst dieser scheiß Tor? Das lässt sich nicht vorbei. Ich bin bis hängen geblieben. Das kriegt ihr alles nichts Neues. Und heute neu im Angebot, ihr bist hängen geblieben. Das ist nichts Neues. Das haben die Zuschauer von heute schon mitgekriegt, wenn sie das Video gesehen haben. Okay.
Nee, aber. Ich hab's dann nicht mitbekommen, weil ich bin vielleicht auch mit im Video, deswegen bin ich nicht so aufmerksam. Aber. Aber immerhin haben wir Bouldern als einen gemeinsamen Sport, den wir alle lieben. Das ist ja was Positives. Eben. Ja. Ja, und wie gesagt, Bolzen wir ja früher auch immer alle gemeinsam. Was ist? Bolzen mehr oder weniger, waren wir früher ja auch eigentlich alle gemeinsam. Okay, Lippe eher weniger, aber ansonsten. Erstmal voll gut auf den Fußballtank kippt mich null. Ich kann auch nicht verstehen, warum Fußball in Deutschland so viel Aufmerksamkeit bekommt und andere Sportarten eher weniger. Naja, Fußball ist schon ein sehr taktischer Sport, wenn man den ein bisschen besser versteht. Naja, das ist eigentlich alle Sportarten. Fußball ist halt auch was jeder, also was, ja sagen wir, also was man auch ohne viel Geld machen kann. Aber es gibt ja viele Sportarten, die sind einfach nicht so bekannt, weil es zu viel kostet am Anfang oder so. Und, ja. Golf zum Beispiel. Segeln. Oh, zum Beispiel. Golf, See. Beziehungsweise Golf ist, glaube ich, an sich ja nicht teuer, sondern Schläger und Tabelle. Aber die Schläger sind doch teuer. Was ist? Die Schläger sind doch teuer. Für einen guten Schläger zahlst du ab 1000 Euro aufwärts. Alter, das ist doch nur ein Stück Metall! Ja, aber die sind schon teuer. Die sind unterschiedlich schwer, also da ist schon viel Dings hinter, viel Technik. Unterschiedliches Material. Das ist ja wie mit einem Tennisschläger. Ein Tennisschläger an sich ist nur ein Schläger, aber die sind auch ziemlich teuer, wenn du einen guten Schläger haben willst. Ja, Batman, aber die Batman-Schläger können auch nicht teuer sein. Ja, Reitsport ist noch sehr teuer, wenn du das wirklich machen willst. Das sind so die High-Society-Sportarten. Ja, die Wassersportarten, ne? Surfen und sowas ist eigentlich auch gar nicht so billig. Nee, das stimmt, aber Wassersportarten kommt auch an Wasser. Also Schwimmen ist recht günstig. Ja, okay, Schwimmen, da hast du recht, das ist eher günstig. Badehose und Halleneintritt. Oder Kurtaxe. Badehose? Badehose. Achso, Badehose. Okay, damit halten wir fest, das Billigste am Sport ist Schwimmen. Damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Geht jetzt raus und macht Sport. Tschüss. Genau, wir hören uns. Ciao.